Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um das Thema EMS-Training. EMS-Training, vielleicht kennst du das, ich blende hier mal ein Bild ein, ist ein Training, wo man im Prinzip unter Strom gesetzt wird. Das kann man eigentlich wirklich so sagen, denn diese Abkürzung EMS steht für elektronische Muskelstimulation. Das heißt, es geht beim EMS-Training darum, dass man einen Anzug anhat. Durch diesen Anzug wird im Prinzip ein Stromimpuls auf deine Muskulatur gegeben und das sorgt dafür, dass die Muskulatur kontrahiert, dass sie sich anspannt, dass sie letzten Endes ihre Arbeit verrichtet. Eigentlich ist das genau das, wie es in unserem Körper auch funktioniert. Über unser Gehirn, über das Nervensystem wird ein elektronischer Puls ausgelöst und der sorgt dafür, dass der Muskel sich anspannt und eben kontrahiert und seinen Arbeitsweg vollzieht. Und beim EMS-Training kommt das eben von außerhalb, das heißt, der Reiz wird einfach von außen drauf gegeben. Seinen Ursprung hat das EMS, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, einfach in der Medizin, das heißt, in der Physiotherapie gibt es die Elektrotherapie schon seit vielen Jahren. Es geht darum, dass wenn im Prinzip Gliedmaßen geschädigt sind oder man ein Körperteil auftrainieren muss, ein Gelenk zum Beispiel nicht mehr richtig bewegen kann, weil es schmerzt, dann kann man im Prinzip an diese Muskeln Elektroden setzen und durch diesen elektronischen Reiz den Muskel zur Kontraktion bringen und auch so eine gewisse Form von Reha- und Aufbautraining machen. Ich möchte mich da aber nicht festlegen. Es kann sein, dass der Ursprung auch woanders war. Raumfahrt, Militär, man weiß das ja heute nie so, wo die Sachen wirklich letzten Endes herkommen. Auf jeden Fall hat es seinen Weg in die Fitnessbranche gefunden und seit einigen Jahren mittlerweile schon verbreitet sich das ziemlich stark. Es gibt immer mehr Fitnessstudios, die bieten EMS-Training an. Es gibt viele Mikrostudios, also ganz kleine Einrichtungen, wo man nur dieses EMS-Training letzten Endes machen kann, wo es keine anderen Trainingsmöglichkeiten gibt. Da ist das wirklich der Schwerpunkt und da kann man das dann eben belegen. Bei uns gibt es das noch nicht. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Ich bin von diesem EMS-Training im Moment zumindest noch kein Fan. Ich möchte es nicht verteufeln. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehen wir einen sinnvollen Nutzen und bauen das in unser Konzept ein. Im Moment fehlt mir der aber ganz einfach noch. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Anbieter vom EMS-Training werben damit, dass man im Prinzip in einer sehr, sehr kurzen Zeit ein hocheffektives Training machen kann. Man liest häufiger mal, dass nur 20 Minuten Training pro Woche ausreichen und man hat ein vollständiges Training für die Muskulatur und man hat ja quasi 3 Stunden Fitnessstudio ersetzt durch 20 Minuten EMS-Training. Meiner Meinung nach zahlt das auf das falsche Konto ein, denn es zahlt auf das Konto Intensität, das heißt in weniger Zeit intensiv trainieren, um einen höheren Output zu haben. Ich mache das jetzt viele Jahre, wir sind dieses Jahr mit unserem Fitnessstudio im 20. Jahr, das heißt ich habe schon viele Leute betreut und schon viele Leute gesehen. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Intensität nicht das Problem beim Training der Leute ist. Oder anders ausgedrückt, die Leute haben nicht das Problem, dass sie sich nicht intensiv genug belasten können. Das kriegt man eigentlich immer hin. Das Problem ist eigentlich, die Regeneration ist schlecht. Das heißt, die schlafen zu wenig oder haben zu wenig Ruhephasen in ihrem Alltag. Und die Ernährung ist schlecht. Das heißt, der Trainingsreiz fällt nicht auf einen guten Nährboden, um sich wirklich optimal entwickeln zu können. Und in dieser Konstellation verstehe ich nicht, warum ich den Trainingsreiz massiv erhöhen soll und in kürzerer Zeit noch mehr Trainingsreiz geben soll, wenn das eigentlich gar nicht der Engpass ist. Ich kann es auch anders sagen, wenn du mir 20 Minuten Zeit gibst, dann möchte ich dir fast versprechen und garantieren, dass ich dich in diesen 20 Minuten muskulär vernünftig und intensiv ausbelastet kriege, auch ohne EMS-Anzug. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Muskel erkennt ja nicht, wodurch der Reiz kommt. Ob der Reiz durch einen Stromanzug kommt, ob der Reiz durch eine Kurzhantel, Langhantel, Milongerät, wie du es hier hinter mir siehst, kommt, das erkennt der Muskel ja nicht. Das Einzige, was der Muskel erkennt, ist, wie intensiv ist der Reiz, wie lange liegt der Reiz an, also die Time Under Tension, und wie dicht folgen die Reize aufeinander. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier unten. Da ging es um die Frage, was ist effektiver, Milon-Zirkel oder freies Training. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Also der erste Punkt ist, das EMS-Training zählt quasi auf das Konto, in noch kürzerer Zeit noch effektiver trainieren. Und ich sehe aufgrund von meiner Erfahrung da gar nicht den Engpass der Leute. Zweiter Punkt, warum ich da noch nicht ein Fan von bin. Ist es wirklich eine gute Idee, dass unser eigenes Gesundheitstraining, und ich sehe Muskeltraining als eine der wichtigsten Körperpflegemaßnahmen, die wir überhaupt machen können, ist es sinnvoll, dass wir
dieser Körperpflegemaßnahmen in unserem Alltag immer weniger Zeit zugestehen, also dass wir das immer weiter runter reduzieren. Warum soll denn ein Training, was mich wirklich nachhaltig gesundheitlich verbessert, und das ist auch ja zigfach nachgewiesen, dass das so ist, warum gebe ich denn dem nur 20 Minuten Zeit pro Woche? Jeder Mensch verbringt im Badezimmer mehr Zeit als diese 20 Minuten. Also warum soll ich das denn so hinten anstellen? Da sehe ich persönlich auch nicht wirklich einen Nutzen drin. Meiner Meinung nach sollte der Weg eher umgekehrt sein. Weniger Zeit, ich sage jetzt einfach mal, verplempern durch vielleicht Medienkonsum oder belanglose Dinge und dafür sich etwas mehr Zeit für sein Muskeltraining, für sein körperliches Training, für seine Körperpflege zu nehmen. Das finde ich eigentlich den viel besseren Weg. Die Idee also, das Training immer kürzer zu machen, bin ich kein Fan von. Jetzt muss man sagen, wir arbeiten auch mit dem Milon-Zirkel. Im Milon-Zirkel haben wir auch schon ein zeitlich optimiertes Training. Wir brauchen ja auch für eine Muskeltrainingseinheit nur 45 Minuten. Das ist ja auch nicht gerade viel. Aber immerhin haben wir da schon ein gewisses Äquivalent auch von Herz-Kreislauf-Training drin. Und wir empfehlen das ja auch zweimal pro Woche, zweimal in 10 Tagen zu absolvieren, so haben wir schon eine etwas höhere Trainingslast. Dritter Punkt. Es ist in der Fitnessbranche häufig so, und ich persönlich finde das schlecht, dass immer wieder versucht wird, Angebote zu schaffen, die mit einer einzigen Lösung alles abdecken. Das funktioniert nicht. In allen Lebensbereichen ist uns das völlig klar und wir erkennen das sofort. Beim Fitnesstraining und beim Gesundheitstraining suchen wir aber trotzdem immer die eine einzige Trainingsmöglichkeit, mit der wir alles ultimativ machen können. Also wir suchen den einen Fitnesskurs, der Spaß macht, super viel Kalorien verbrennt, die Ausdauer verbessert, die Muskeln formt, die Beweglichkeit verbessert und dabei auch nach Möglichkeit noch kurzweilig und wenig anstrengend ist, damit wir es auch gerne machen. Das klappt nicht, das sind einfach Widersprüche. Um fit und gesund zu sein, brauchen wir verschiedene Eigenschaften. Wir brauchen Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit. Mindestens schon mal diese 4. Und wenn ich jetzt eine einzige Trainingsmöglichkeit habe, dann kann ich mit dieser einen Trainingsmöglichkeit nicht ideal all diese 4 Dinge trainieren. Das geht einfach nicht. Wenn ich also ein EMS-Training mache und ich sage, ich mache jetzt 20 Minuten Training einmal die Woche, nur um meine Muskulatur zu erhalten, dann brauche ich trotzdem dazu auf jeden Fall noch Training für das Herz-Kreislauf-System, um auch eine vernünftige Fettoxidation herzustellen. Wobei man sich da jetzt ein bisschen wissenschaftlich streiten könnte, ob es nicht reicht, die Muskeln nur zu aktivieren. Ich sage, teilweise reicht das schon. Aber man will ja auch einen vernünftigen Grundumsatz haben. Und in 20 Minuten verbrauchst du definitiv nicht so viel Energie. Das klappt einfach nicht. Das heißt, auf jeden Fall brauche ich noch ein Ausdauertraining dazu. Ich brauche auch auf jeden Fall etwas für meine Muskellänge dazu, dass ich einfach all meine Gelenke über ihren normalen Bewegungsradius auch einsetzen kann und dort keine Einschränkung erlebe. Und schon sind meine 20 Minuten Training pro Woche futsch, weil ich brauche doch viel mehr Zeit und schon ist dieses Versprechen fast nicht mehr einlösbar. Dann ist auch ein Punkt die Kostensituation, wobei ich persönlich das nicht zu teuer finde. Ich habe mal kurz recherchiert, viele EMS-Studios bieten ihr Training so an um die 20-25 € pro Einheit. Das heißt, man macht es mit einem Personal Trainer zusammen. Man trainiert nicht dort alleine, sondern man wird begleitet, vielleicht auch in einer Kleingruppe und bezahlt dann pro Einheit, ich sage jetzt einfach mal 20-25 €. Das finde ich persönlich nicht zu viel. Für eine Stunde Personal Training sind 60 € auf jeden Fall gerechtfertigt. Da ist ja auch wirklich Betreuungs-Know-how und sehr individuelles Training drin. Dennoch möchte ich das gegenüberstellen, für 20 Minuten 25 € zu bezahlen. Also für 25 € kann ich hier im Prinzip das ganze Studio nutzen, kann so eine Woche lang so oft kommen, wie ich will und kann Kurse machen und verschiedenste Geräte und Muskellängentraining und Massageliege und ähnliches und habe eine persönliche Trainingsbetreuung da drin. Das heißt, da liege ich also im Preisvergleich zu einem ganz normalen Fitnessstudio schon mit dem EMS-Training in der Regel deutlich teurer und habe, wie gerade erwähnt, in meinen Augen kein komplettes Training. In diesem Vergleich wird es dann von meinem Standpunkt aus schon eher etwas hochpreisig, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Was mir beim EMS-Training letzten Endes auch nicht gefällt, ist, dass die Muskeln in der Regel nicht auf ihre volle Länge arbeiten, nicht auf ihre volle Länge kontrahiert werden. Es ist immer wichtig im Muskeltraining, den Muskel möglichst natürlich einzusetzen, weil er die Kraft und die Beweglichkeit natürlich immer nur in den Winkeln und in den Bereichen aufbaut und entwickelt, wo er auch belastet und bewegt und trainiert wird. Und wenn ich jetzt ein EMS-Training habe, wo ich nur Teilbewegungen mache, dann entwickelt mein Muskel auch nur in diesen Teilbewegungen eine optimale Stärke. Wenn ich das EMS-Training dynamisch mache und mobil mache, gut, dann ist dieser Punkt schon wieder ein kleines bisschen besser, aber trotzdem bin ich ja durch die Art des EMS-Trainings etwas eingeschränkt. Das kann ich mit einem anderweitigen Training
finde ich zumindest, deutlich besser machen. Es gibt noch weitere Punkte, jetzt möchte ich aber nicht zu lange ausschweifen, ich habe schon eine ganze Zeit geredet. Kurzum möchte ich sagen, EMS-Training mag seine Berechtigung haben. Wenn du damit erfolgreich trainierst und du bist damit zufrieden und ist dir das Geld wert, dann trainier damit, dann ist das alles völlig in Ordnung. Für etwas fortgeschrittenere Leute, die einen gewissen Trainingslevel schon überschritten haben, wird das EMS-Training in meinen Augen nicht mehr wirklich viel bringen. Ich denke, dann macht es Sinn, auf jeden Fall auf andere Methoden auszuweichen, es sei denn, man möchte ein einfaches Erhaltungstraining machen. Dass das EMS-Training das Nonplusultra ist, mit dem man wirklich in kurzer Zeit alles Mögliche abdecken kann und nichts anderes mehr braucht, das halte ich persönlich für ein Gerücht und ich behaupte, das stimmt so nicht. Die Trainingsprinzipien in unserem Körper, die Biologie, wie sich unser Körper an Reize anpasst und adaptiert, die verändert sich so gut wie gar nicht. Das braucht evolutionsbedingt zigtausend, weiß nicht wie viele Jahre. Die Trainingsmethoden, das heißt, wie wir versuchen, unseren Körper zu reizen, ändern sich quasi jedes Jahr, weil die Fitnessindustrie natürlich immer dabei ist, neue Dinge zu kreieren und neue Dinge zu erfinden. Das finde ich auch gut, das macht Spaß. Es gibt tolle Dinge, es gibt innovative Dinge da drin, aber nicht alles erfüllt wirklich einen kompletten Nutzen und nicht alles erfüllt in meinen Augen einen vollständigen Sinn. Das war meine Meinung zum EMS-Training und das ist der Grund, warum wir in unserem Studio noch kein EMS-Training haben. Dennoch möchte ich es damit nicht verteufeln und ich schließe es für die Zukunft nicht aus. Denn beispielsweise ein Anwendungsbereich fällt mir ein, den ich auch gut finde, wenn Leute eine sehr starke Arthrose beispielsweise haben und sind nicht in der Lage, ihre Gelenke gut zu bewegen, dann kann das EMS-Training eine sehr gute Möglichkeit sein zum Einstieg der Trainingsperiode. Sobald die Menschen aber in der Lage sind, sich normal körperlich zu bewegen und zu belasten, würde ich sie immer in ein Gewichtstraining bringen, weil das einfach alltagsnah ist und weil sie dort vernünftig gegen einen guten Widerstand und über einen großen Radius arbeiten können. Ich hoffe, du hast einen Nutzen aus dem Video. Wenn du anderer Meinung bist, schreib gerne deine Kommentare unten rein. Ich beanspruche nicht, dass das Video vollständig ist und dass das die einzige und reine Wahrheit ist. Schreib gerne deine Kommentare, deine Fragen unten in die Funktion hinein. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.